Gut, jetzt arbeiten wir mit dem Ding. Also erstmal herzlich willkommen. Wunderbar. Ja, doch so viele. Mon Dieu. Ja, ich hätte gedacht, mein Name würde abschrecken. Es haben doch einige reingekommen. Ja, mein Name ist Gerd Maurer. Ich bin bei Bayernwerk in eigentlich einer bisher mehr untypischen Funktion, weil bisher war ich im Bereich Lernen unterwegs, Personalentwicklung, zuletzt bei der Firma Heimann Wolf, habe da den Campus aufgebaut. Und bin jetzt mal auf die technische Seite gewechselt, nämlich in einen Inkubator, der sich in Bayern beschäftigt mit dem Thema, wie wir aus der Fläche, Matthias, grüß dich. Wie wir aus der Fläche Ideen von Mitarbeitern aufnehmen können, um sie dann wieder zurückzuspielen, sozusagen digitalisiert in die Fläche hinein. Also von Mitarbeitern werden aufgenommen, dann gibt es bei uns Projektmanager, Softwareentwickler und UX-UI-Designer, alles, was man so braucht für eine Software, für eine Softwareerstellung. Und die nehmen dann diese Ideen auf und versuchen sie mit den jeweiligen Kollegen aus der Fläche heraus, die zu schreiben, dann weiterzuentwickeln. Und ich bin dazu gekommen, weil das Bayernwerk sich mit dem Thema Wissensmanagement beschäftigt hat. Das hat so ein bisschen die klassischen Hintergründe einer Organisation. Das heißt, ja, man. Auf der einen Seite schätzt man das Wissen sehr, auf der anderen Seite schaut man, dass man es in Vorruhestand schickt. Also in solche Dinge macht man auch im Bayernwerk, klassischer Konzern. Wir kommen aus der Energiewirtschaft, wir sind also eine Tochter des Bio-Konzerns. Da gibt es alle 5 Jahre, das ist ein sogenanntes reguliertes Geschäft. Es gibt alle 5 Jahre einen Plan, wo man weiß, wie viel Geld man zur Verfügung hat. Und dann wird dieser Plan nur so um 10-20% abgesenkt, je nachdem. Und dann haben wir die nächsten 5 Jahre wieder Ruhe. Und so kurz bevor der Plan zu Ende ist, also im Jahr 4, wird man nervös und stellt fest, wir erreichen die Ziele nicht. Ja, wir müssen mal wieder 300 Leute schnell loswerden. Zack. Hallo zusammen, im Raum hört ihr uns, remote? Ja, oder? Gerrit, wir haben ja auch gerade geschrieben, nur ganz kurz, wir hören dich relativ schlecht remote. Also okay. Sind 2, 3 Leute. Den orangen Würfel vielleicht näher zu euch hin, zum Sprecher. Ich glaube, dann soll es gehen. Achso, ist das ein Ich bin blind. In dem Würfel sollte das Mikro sein. Und da ja, den näher herzieht, dann soll es ein bisschen besser gehen. Der eine ist da und einer ist. Aber hängt es da hin, weil. Noch höher. Das ist. Ich erhalte es einfach so. Ist es so besser? Hallo? Ja, ich glaube. Hat sich nicht verändert. Hat sich nicht verändert. Ich versuche den Knopf zu treffen. Du darfst vielleicht. Ja, also, da ist kein Strom. Genau, also, du musst halt den Würfel. Was ist hier mit dem Konferenzsystem? Das funktioniert auch nicht. Oder? Weiß nicht. Nee, also, die Lautsprecher sind hier im Würfel und hier ist nur, dass du es hörst. Also, hier ist nur der Lautsprecher. Das geht nur laut. Wenn ich so höre, ist es besser. Aber ich habe jetzt auch nur Unsinn erzählt. War noch nichts dabei. Geht das gut? Wir sind nicht an. Okay. Ah, okay. Also einmal, wir haben unten so einen Schalter, einmal dann drücken. Und auch der Empfänger muss an sein. Verstehe. So, wo ist das zweite? Hier. Das ist an. So, Lass mal mal. Mal rein. Hallo, hört ihr mich jetzt besser? Hallo, Community. Das war der, wo ist die Tastatur? Ich sehe hier down. Wie jetzt? Susanne. Ja? Also wirklich. Man muss dazu sagen, wie Susanne und ich, wir waren bei Alcoa. Wir sind total begeistert, also sie jetzt heute zu sehen. Ich muss kurz checken, ob wir auch. Die leuchten sonst. Über der Funker. Susanne, kannst du uns jetzt hören? Also ich höre euch schon, aber. Also ich finde es nicht richtig deutlich, aber es geht schon. Also wenn es so bleibt, dann ist es so. Das kann aber auch daran liegen, dass ich nuschel. Okay, und kannst du mich hören auf dem zweiten Mikrofon hier? Ja, also man hört euch, ja. Okay. Das versuchen wir es einfach nochmal. Ja, Moment. Ah ja, da ist das Problem. Aha.
So, wie schaut es jetzt aus? Ah, super. Das wäre ja. Wir können mal da, der hat so ein Plus, vielleicht noch ein bisschen lauter machen auf dem. Genau, perfekt. Ist schon danke. Ganz genau. Genau, wenn ihr den Würfel irgendwo hinlegt, schaut, dass das Mikrofon nicht auf den Lautsprecher zeigt, weil sonst kann es sein, dass die Remote eine Rückkopplung kriegt. Ne? Also idealerweise die 6 so. Okay, perfekt. Genau, und ihr seht hier den, den Bildausschnitt. Ne? Das heißt, okay. Wenn du da sitzt, wo du sitzt, bist du nicht zu sehen. Ja, wer will das schon? Ihr könnt die Kamera dahin, dann habt ihr halt eine Stolperfalle. Ne? Oh, guck mal, jetzt. Susanne, hast du mich wieder erkannt? Das bin ich. So, krass. Ja. Das machen wir ganz nervös. Ich bin so egozentriert, deswegen ist es zu. Danke. So, also wo war ich jetzt mal? Genau, bei unserem regulierten Geschäft. Aber da, ich glaube, so viel ist an Hintergrund wichtig. Wen ich mit dabei habe, ist die Pauline. Pauline durfte jetzt am 1.6. also bei uns das Team verstärken. Wen wir hoffentlich noch begrüßen wollen, ist die Franziska Vandenberg, das ist unsere Projektleiterin. Die ist eigentlich die Erste, die sich damit auseinandergesetzt hat, innerhalb des Bayernwerks, das aufgenommen hat. Solange erzähle ich ein bisschen was. Gut. Pauline, magst du vielleicht nur 2 Sätze zu dir sagen? Ja, damit man weiß, ich habe jetzt gesabbelt. Kann ich einen Kaffee trinken? Also mein Name ist Pauline Altmann und wie Gerrit schon gesagt hat, bin ich seit 1.6. neu beim Bayernwerk und was ich bisher an Einblicken habe, finde ich das Projekt sehr spannend und ich bin schon gespannt, was ihr als Zuhörer jetzt im Folgenden dazu sagt und was für eine Meinung ihr euch bildet. Also viel Spaß bei der Vorstellung vom Projekt. Gut, wunderbar. Dann würde ich sagen, wenn keine weiteren Fragen zu meiner Person und zu Pauline, der Esel nennt sich zuerst, würde ich einfach mal reinstarten. Also die Problemstellung hatte ich gerade schon beschrieben. Die Handlungsfähigkeit der Mitarbeiter wird durch demografische Einflüsse, so nennt man das, wenn man immer wieder neue Mitarbeiter oder ältere Mitarbeiter in den Vorruhestand lässt, auf die Belegschaft und die Geschwindigkeit technischer Erneuerungen erschwert. Also man muss dazu sagen, wir haben sogenannte Digi-Ons, also digitale Ortsnetzstationen. Das heißt also, wenn der Strom kommt von den Leitungen runter, dann wird er verteilt in den jeweiligen Gemeinden. Und das machen wir an digitalen Ortsnetzstationen. Und früher waren diese digitalen Ortsnetzstationen, das waren so Türme, erinnert man sich vielleicht dran. Ja, inzwischen sind das so kleine graue Kästchen. So, von außen sehen die relativ gleich aus und die haben auch tatsächlich die Möglichkeit, dass wir die ansteuern können über das Wi-Fi-Netz, also über das Mobilfunknetz. Nicht Wi-Fi-Netz, sondern über das Mobilfunknetz. Das Problem ist, dass jede Milchkanne in Bayern immer noch nicht über Mobilfunknetz verfügt. Das heißt, also wir schicken dann Menschen heraus, die eigentlich eine digitale Ortsnetzstation warten, die wir eigentlich fernwarten würden, was wir aber nicht tun, weil wir nämlich diese Dinge nicht erreichen. Das ist schon mal so eine Herausforderung. Das heißt aber, die können in diesen Ortsnetzstationen nicht mehr ganz so viel machen, wie sie es früher gewohnt waren, weil die ja ferngewartet werden sollen. Also es ist so etwas, das ist eine Herausforderung für die. Zudem ist es nicht so, dass man hergeht und sagt, das Innenleben dieser Ortsnetzstation ist immer das gleiche Innenleben, sondern man verbaut an diesen Ortsnetzstationen unterschiedliche Betriebsmittel. Das heißt, sie können von außen sehen die gleich aus, aber innen drin sind die total unterschiedlich. Und zum Teil sind die alten Betriebsmittel aus dem großen langen Turm, der links steht noch, einfach nur eins weitergewandert in das kleine graue Kästchen. Wir haben jetzt am Montag, waren die Pauline und ich unterwegs, da haben wir Anlagen gesehen, die sind in den 60er Jahren errichtet worden und die Technologie ist auch noch nach wie vor verbaut. Also die treffen da auf Dinge, die gar nicht mehr hergestellt werden oder wo sie überhaupt keine Ersatzteile mehr bekommen. Geschweige denn, dass sie vorgesehen sind. Ja? Also das ist, man braucht enorm vieles Wissen zum Teil zu einzelnen Ortsnetzstationen, um das lösen zu können. Und deswegen ist Erfahrungswissen dabei sehr wichtig und dieses Erfahrungswissen ist natürlich immer sehr stark verbunden mit den Personen. Man muss dazu sagen, die Servicetechniker gehen nicht raus als Team, sondern die gehen einzeln heraus und die sehen eine Ortsnetzstation im Schnitt alle 12 Jahre einmal. Die müssen aber auf dem Punkt noch wissen, was war an dieser Ortsnetzstation. Das machen die natürlich nicht offiziell, sondern die fahren immer mal wieder hin, damit die wissen, was funktioniert auf ihrem Weg.
halten mal kurz an und schauen in die Ortsnetzstation hier ein. Aber normal sehen die alle 12 Jahre eigentlich eine Ortsnetzstation von innen, machen den Generator sauber oder ähnliches. Also es ist enorm, enorm gebundenes Wissen in den einzelnen Köpfen. Und gleichzeitig gehen aber ganz, ganz viele Menschen aus der Organisation, da kommt die Franziska, aus der Organisation heraus. Und das war sozusagen die Fragestellung und die Problemstellung, mit der die Franziska vor im April 2020, ne, bist du gestartet dann, damit, ja, loslegen durfte. August, okay. Mai wollte ich sagen, aber egal, Wurst. Ja, ich habe kurz die Problemstellung beschrieben. Das heißt, für uns waren die Herausforderungen oder sind die Herausforderungen vom Beginn, kriegen wir den zweiten Würfel vielleicht raus? Ja, dass die Franziska vielleicht auch jetzt das Phone sich einklemmt. Sonst sind mein, komm hier an meine Seite, Franziska. Nee, bleib ruhig. Ja, das passt. Okay. Ich gar nicht erzählt. Wir hatten also mehrere Herausforderungen, mit denen wir es zu tun haben. Wir haben eine Demografie, starkes Gefälle zwischen erfahrenen und unerfahrenen Mitarbeitern. Weil so eine Auswirkung, um die darzustellen, wir haben ein Team in Kronach. Da haben wir jetzt den ältesten Mitarbeiter, der in Kronach ist, ist 25 und er hat zwei Kollegen und Kollegen, die gerade ausgelernt sind. Da ist niemand mehr da. Der kennt, der fährt zu einer Ortsnetzstation. Ja, die hat er noch nie gesehen, weil er auch selbst mit einem älteren Kollegen nicht mitfahren konnte. Also der weiß vielleicht, der muss sich da reinfummeln. Die sind natürlich alle ausgebildet, aber das kostet natürlich extrem viel Zeit, bis sie wieder da sind. Und dann kennt er vielleicht Bauteile nicht, weil er die noch nie gesehen hat im Sandweg. Wir haben eine enorme Komplexität durch die Betriebsmittel. Wir haben nicht eine Komplexität, würde ich sagen, in der Ausbildung, also als Elektriker. Da weißt du, was du machen musst. Da hast du jetzt keine große Komplexität. Aber die unterschiedlichsten Betriebsmittel mit den unterschiedlichen Baureihen, mit den unterschiedlichen Reaktionen der Baureihen, bei dem einen rostet es schneller da, beim anderen wird der Kunststoff dort porös und so weiter, das müssen wir alles kennen. Wir haben eine unglaubliche Vielfalt, ja, eben durch die Technik, das übergehe ich jetzt, das habe ich eigentlich schon miterklärt. Wir haben natürlich auf der anderen Seite, was ich schon gesagt hatte, durch die Struktur des Energiemarkts, das immer mit dem Thema Auslastung, Effizienz zu tun. Das heißt also, die Zielgruppe muss auch mit immer weniger an auskommen. Es ist nicht so, dass die Servicetechniker weiter aufgestockt werden. Wir stellen jetzt nicht nur, weil 300 Servicetechniker zum Beispiel aus der Organisation herausgehen, wieder 300 Servicetechniker ein. Ja, sondern es wird dann so peu à peu werden mal Ersatzeinstellungen gemacht, aber die Grundzahl geht linear nach unten der Mitarbeiter. Die Mitarbeiter arbeiten allein, habe ich schon gesagt. Und jetzt bei dem letzten Punkt, die Routine darf nicht mit Richtigkeit verwechselt werden. Das ist eigentlich schon eine Erkenntnis, die wir hatten aus unserer Diskussion. Natürlich ist es extrem gefährlich, der Job. Also ja, es passieren nach wie vor immer tödliche Unfälle. Und zwar an den Dingen, womit man wirklich fast nicht rechnet, dass sie passieren könnten. Auch da, die Pauline und ich haben am Montag, weil das eben recht frisch ist, kann ich da ein bisschen was zu erzählen, hatten wir eine Ortsnetzstation, da haben die einfach die Schalter zugeschweißt, weil es so schnell Spannungsbögen gibt in dieser Schaltanlage. Die werden auch dann zum Teil in niedrigen Anzahlen gebaut. Und wenn die Fehler haben, dann kann es sein, dass diese nicht mehr weiter produziert ist, aber schon mal verbaut wurde in irgendeinem Schaltkasten. Und wenn er die warten möchte, schaltet sich die Anlage immer ein und aus. Und wenn die Leitung nicht frei ist, ist das natürlich doof. Ja, also wenn du da gerade dran reparieren bist und es reicht der Lichtbogen. Ich muss nicht mehr hinfassen, sondern ich habe einfach schon einen so schnellen Übersprung der Elektrizität auf meinen Körper durch einen Lichtbogen, dass das mit schweren Verletzungen, Verbrennungen und auch tödlich enden kann. Ja. Gut, unsere Lösung war dann, also oder unser Ansatz war, wir wollen als Anfang, also wir haben uns erstmal davon verabschiedet, ich glaube, das war eine wichtige Erkenntnis, indem wir Interviews ausgewertet haben und unheimlich viele Gespräche geführt haben mit den Leuten, damals schwierig, war nicht möglich direkt vor Ort, aber wir haben versucht, trotzdem irgendwie uns Informationen zu holen aus der Fläche. Haben wir uns entschieden, wir können die eierlegende Wollmilchsau, die immer gerne erwartet wird, jetzt von einem Servicetechniker an uns, die können wir gar nicht liefern.
Und das wäre auch tatsächlich gefährlich, wenn wir versuchen würden, jetzt mit erstmal das Wissen nicht zu qualifizieren, sozusagen. Weil nicht alles, was sie machen, ja, ist wirklich sinnvoll. Also wie jetzt die zugeschweißte Station ist keine Lösung. Ja, da steht dann handgeschrieben, haben die dann defekt draufgeschrieben. Ja, das ist dann so in der krakeligen Schrift eines Zweiklässlers, so sieht das aus, draufgeschrieben und du weißt nicht, was das eigentlich bedeutet. Ja, also das heißt, wir haben nicht gleich für uns auf alle Fälle gesagt, wir haben das Wissen insgesamt gepachtet, sondern wir müssen erstmal uns konzentrieren darauf, erstmal das Wissen einzusammeln. Und wir müssen dann auch nicht wir bewerten dann, welches Wissen welche Relevanz hat, sondern wir lassen die Kollegen und Kolleginnen erstmal bewerten, was wirklich relevantes Wissen ist, welches Wissen wirklich im Fokus steht. Und was unser Ziel ist, ist eigentlich nicht das Optimum oder nicht alles an Wissen abzubilden, sondern unser Ziel ist es, wir denken andersrum, wir sagen, wir versuchen mehrere Lösungswege, wird es geben für gewisse Fragestellungen, je nachdem, wie ein Techniker da rangeht, Elektriker, aber wir versuchen das Rauschen rauszubekommen. Wir wollen nicht einen Lösungsweg, sondern mehrere, aber wir versuchen dieses ganz gefährliche Rauschen, was sie sozusagen sich selber angeeignet haben durch das Thema Experiment. Mir ist nichts passiert, alles klar, jetzt schmeiße ich das Ding zu, damit ist das Problem gelöst. Ja, und das hält ja. Ja, also wenn da einer rangeht, passiert nichts. Aber es kann eben sein, dass irgendwann eines schönen Tages doch jemand rangeht und sich eine schwere Verletzung zumindest zuzieht. So, das heißt, wir versuchen erstmal die Schwierigkeiten herauszufinden. Also wir haben uns darauf fokussiert, im ersten Schritt erstmal herauszufinden, was eigentlich sind die Themen, die relevant sind, die Schwierigkeiten machen und die besonders zu betrachten sind. Und haben daran die Methode ausgerichtet. Magst du vielleicht ergänzen noch irgendwas? Also die, ja. Wunderbar, genau. Dann haben wir so ein bisschen Art Werte. Ja, auch wir haben unsere Werte. Dann was ist der Wert von uns beiden damals, als wir angefangen haben? Also was wollen wir eigentlich erreichen im Sinne unserer Werte? Und haben natürlich dann ein bisschen rumgespielt mit unseren Buchstaben. Also wichtig ist die Gemeinsamkeit. Wir glauben, dass Wissensmanagement eben nur passieren kann, wenn man gemeinsam daran arbeitet. Es kann also niemand geben, der von oben top-down sagt, das ist das richtige Wissen oder das ist das falsche Wissen. Jetzt kommen wir aus sehr hierarchischen Strukturen mit dem Bayernwerk. Ja, also das sind zum Teil Behördenstrukturen. Und das macht es eben auch, ja, ich würde sagen, es ist auch ein Teil des Problems, weil natürlich wir sehr stark in Silos organisiert sind dadurch. Und der eine bestellt eine Schutzweste und der andere bestellt das Schmieröl und der nächste den Reiniger innerhalb. Und die sprechen sich aber nicht miteinander ab, wie die vielleicht miteinander in irgendeiner Form, in irgendeiner Verbindung stehen können. Und tatsächlich gibt es zum Beispiel ein Reiniger, der ist verboten im Bayernwerk, den setzen aber die weil da ist Aceton drin, ja, also das Aceton ist verboten, deswegen ist der Reiniger verboten, das setzen aber die Servicetechniker zum Beispiel ein, ja, brauchbare Illegalität, Herr Luhmann, Soziologe, die setzen das ein, die können es aber offiziell bestellen über eines der KCs in Parsberg. Die haben das und die bestellen das und da richten sich jetzt alle, um den Acetonreiniger zu bekommen, daran. Und in der Wahrnehmung in Regensburg sagt man, ach super, das Problem haben wir gelöst, wir bestellen keinen Reiniger mehr. Dass der Reiniger dann woanders bestellt wird, dass dann der Reiniger nirgendwo mehr auftaucht, dass das ja auch nicht sein kann, das wird sozusagen nicht mehr besprochen oder diskutiert. Also deswegen, das Thema Zusammenarbeit ist uns unglaublich wichtig. Wir achten auf Effektivität. Wir haben extra nicht Effizienz reingeschrieben, weil ja, es geht nicht darum, die Dinge effizienter zu machen, also mehr Kosten zu sparen. Es geht darum, die Dinge besser zu machen und dann Effizienz zu erreichen. Dann kontinuierlich. Wir glauben, Wissensmanagement ist ein Marathon. Haha, mal ein bisschen platte Sprüche. Also das kontinuierlich zu machen, wir glauben nicht, dass es damit zu Ende ist. Andreas, du wirst da wahrscheinlich zustimmen. Sagen, das ist nicht ein Punkt, den du einmal gemacht hast, sondern den man immer weiter treiben muss. Wir sind, ja, ist kein Projekt, das ist nicht einmal fertig, sondern also wir müssen Strukturen schaffen mit unserem Projekt, dass wir am Ende jemand haben, der
das Ganze übernimmt. Und am besten sind es nicht wir, die wieder übernehmen, also wieder zentral, weil dann haben wir das gleiche Problem wieder geschaffen. Also ich würde sagen, da sind wir sogar gescheitert. Ja. Da sind wir gescheitert. Ja. Sondern wir müssen es nämlich gucken, dass die Leute es selber machen. Und wir brauchen deswegen eine starke Nutzerorientierung. Es soll sehr wohl organisiert sein. Also wir glauben, dass es einen Rahmen braucht. Also wir können nicht sagen, so jetzt macht mal, haut mal rein, sondern wir brauchen einen gewissen Rahmen, ein Frame. Und wir suchen eben gezielt Lösungen, um die Anwendung von Wissen zu verbessern. Also das ist schon der hehre Anspruch, den wir haben. Haben wir was vergessen? Ich kann mal höchstens noch sagen, dass wir unter Wissenmanagement eben nicht verstehen, Wissen nur zu sammeln, sondern diesen Informationsfluss freizuräumen. Also ich stelle mir das immer so vor, dass da lauter Blockaden sind und wir versuchen herauszufinden, was blockiert, und das wollen wir wegschaffen, und dann kann Wissen auf hoffentlich natürliche Art und Weise in der Organisation fließen. Das ist vielleicht noch ergänzend. Wir haben auch so am Anfang war die Erwartungshaltung halt, gib mir Wikipedia und alles ist gut. Das war so, und das ist natürlich, ich sag mal, die Leute sind da versaut aus ihrer privaten Erfahrung, weil sie einen Google Search haben und der kann irgendwie alles beantworten. Das möchte ich doch jetzt auch haben im Bayernwerk, das kann ja so schwer nicht sein. Und das ist tatsächlich so ein bisschen die Erwartungshaltung. Also wem erzähle ich das hier im Raum, aber es ist natürlich immer so, dass die Leute denken, naja, das ist so Wissensmanagement, das ist so easy. Ja, brauchst du nur eine Wikipedia und läuft. Ja. Und so ist es eben nicht. Deswegen haben wir auch gesagt, wir gehen nicht sozusagen auf das Erste und wir befriedigen auch gar nicht diesen Wunsch, sondern wir machen genau den Gegenteil. Wir stellen uns da in den Sturm hinein und sagen, es wird alles, aber eins können wir euch versprechen, es wird keine Wikipedia. Ja, und das ist alle, oh, ja, führt natürlich nicht unbedingt zu Begeisterung, damit macht man sich nicht beliebt. Ja, innerhalb der Fläche. Ja. Gut, was wollen wir haben von Next4Know? Wir müssen das natürlich auch verteidigen innerhalb der Organisation. Kürzere Einarbeitungszeiten ist natürlich ein Ziel, was wir haben, weil wir schneller werden. Man muss dazu sagen, wenn ich heute meine Ausbildung habe als Elektriker, dann brauche ich nochmal 2 Jahre, die ich mitlaufen muss, mit dem alten Hasen, bis ich dann sozusagen selbst allein und selbstständig unterwegs sein darf. Das ist natürlich eine enorme Zeit. In dieser Zeit mache ich dann nochmal ganz viele Scheine, Extrascheine, wie das Thema, ich muss auf Masten raufklettern, das muss ich erstmal üben. Dann gibt es einen Schein dafür und dann werde ich dann Servicetechniker in Bayern werden. Die Vernetzung von Silos hatte ich schon beschrieben. Und wir versuchen natürlich auch zielgerichtet unsere Kollegen in der Ausbildung zu unterstützen, auch im Bereich Trainings und Training. Man muss dazu sagen, der spannende Reflex, den wir auch festgestellt haben, das war, glaube ich, das Learning Nummer 2, war nicht nur die Wikipedia, sondern das ist doch Training, Business Management. Ja, es ging immer um das Ausspielen. Wie macht ihr das? Ja, wir machen mal Wissensmanagement im Konzern, da gab es so eine Arbeitsgruppe und wir saßen da drin und waren immer die Einzigen, die sagten, nee, wir machen das so nicht, weil wir sprechen nicht von Training. Es geht nicht darum, wie ihr Leute trainiert, sondern das ist nicht Wissensmanagement aus unserer Sicht heraus, sondern es geht darum, das Training zu unterstützen, zu sagen, wo könnten Lernfelder liegen, das ist unser Ziel. Gar nicht herzugehen und HR zu sagen, was sie zu tun haben, sondern zu sagen, hier, wir haben ein Angebot an Daten, die für euch vielleicht auch interessant sind. Und zwar nicht nur in diesem Bereich für die Servicetechniker, sondern für den gesamten Konzern vielleicht auch. Ja. Nutzerakzeptanz ist uns deswegen wichtig, das hatte ich vorhin beschrieben. Also geringe Einstiegshürde, ein geschützter Raum, also wir achten sehr stark auf den Datenschutz, weil das natürlich die Erfahrung innerhalb so einer operativen Organisation ist und in einer hierarchischen, das irgendwann anfängt, jemand mit einer Rückmeldung, mit einem Feedback auch politisch zu arbeiten. Ja, das ist etwas, wo wir extrem aufpassen müssen, weil wenn das einmal passiert, ist es vorbei. Dann können wir unsere Geschichte einpacken. Wir haben eine Zielbearbeitungsdauer, wo wir sagen, der Eintrag darf nicht länger sein wie 15 bis 20 Minuten. Wir gehen davon aus, auch dass super wäre, wenn der Kollege mindestens einmal bis zweimal im Monat was einträgt. Also Sie müssen nicht andauernd irgendwas eintragen, Sie haben Zeiten, wo die mal gewisse Dinge machen dürfen. Die sollen gar nicht so viel eintragen, das werden wir auch gleich sehen, wie wir das Ganze aufgebaut haben. Und eben ein geringer Aufwand soll dahinter stecken.
So, erste Einblicke in NextVino. Jetzt mache ich nochmal einen ganz kurzen, bevor ich jetzt auf die Live-Anwendung gehe, euch mal zeige, was wir eigentlich gemacht haben und die Werbeblöcke durch sind. Die Frage ist, welche Methodik haben wir genutzt? Wir haben tatsächlich so eine Methode aufgestellt in 5 Schritten. Also wir sind jetzt im Bereich eben der Erfassung. Das ist im Augenblick Stand unserer NextVino App, weil wir sagen, das ist jetzt erstmal wichtig. Wir müssen überhaupt mal wissen, worüber wir reden. Bis jetzt haben wir nur Hypothesen gebildet. Ja, mit anderen Kollegen zwar zusammen, aber es sind Hypothesen, die wir haben zu dem jeweiligen Wissen. Und wir müssen mal herausfinden, welche Relevanz dieses Wissen eigentlich hat für die Leute, was wir erfasst haben. Also ist das jetzt Unsinn, den wir erfassen, oder sind es wieder die Dinge, die alle anderen auch schon erzählt haben und die immer eben formal oberflächlich sind. Und wir haben uns überlegt, wie machen wir das eigentlich im ersten Schritt? Wie können wir das Wissen reinbekommen, so dass es nicht anfängt, formal zu werden? Also wenn ich Leute sonst befrage in den Interviews, dann erzählen die mir sehr häufig genau das, was sie gelernt haben in ihrem Lernausbildungszentrum, jetzt in Pfaffenhofen zum Beispiel. Dann sage ich immer so, den Schritt 1, dann mache ich den Schritt 2, den Schritt 3. Es wird sehr allgemein und sehr formal. Und deswegen haben wir uns ein bisschen ein anderes Modell angeguckt. Wir haben gesagt, wir schauen uns das an, wir schauen uns Situationen an. Wir beginnen nicht mit, schreib uns mal auf, was ihr gemacht habt, sondern wir geben denen direkt Situationen vor. Wir sagen, es gibt sogenannte Standardsituationen, wie beim Fußball auch der Eckball. So gibt es Standardsituationen, die immer wieder vorkommen in der Tätigkeit des Mitarbeiters. Ja, wie das Reinigen zum Beispiel Bravo-Häuschens oder eines Generators oder eine ausfallende Lampe oder, keine Ahnung, er muss irgendwann nachts raus und mitten im härtesten Sturm und muss auf dem Fahrweg an das Bravo-Häuschen ran, um den Strom wieder herzustellen, und der ist voll mit Bäumen. Und dann müssen die sich durchschneiden. Also es gibt so Situationen, ob das jetzt wirklich die Standardsituation war mit den Bäumen, weiß ich nicht. Aber es gibt so Standardsituationen, die immer wieder auftauchen. Wir werden gleich welche sehen. Muffe montieren und so weiter in der Kabeltechnik. Und jetzt haben wir gesagt, wir haben extrem viele Betriebsmittel. Und diese Betriebsmittel verändern tatsächlich das Verhalten. Das war eine Erkenntnis. Deswegen sagen wir, wie der Ball, der reinschwebt in den 16-Meter-Raum nach dem Eckball, nachdem der ausgeführt wird, fangen jetzt die Spieler an zu rennen in Richtung des Balls. Sie orientieren sich an dem Ball. Und die Situation aber dieses Ballfluges ist sehr wohl abhängig vom Kontext. Wie ist das Wetter? Ja, scheint die Sonne? Regnet es? Ist es laut? Ist es leise? Und so laufen die Leute sozusagen in die jeweilige Richtung. Und wir versuchen durch diese Beobachtung erstmal mit den Kollegen zusammen eigentlich das, was ich Ihnen vorhin geschrieben habe, gute Laufrichtungen festzustellen. Dinge, die besonders häufig wirken und die gut wirken, damit wir sie überhaupt erfassen können. Also dann wird die Handlung eben im letzten Schritt reflektiert. Und das ist uns wichtig in der Anwendung. Ja. Man muss sich vorstellen, was wir noch festgestellt haben, das ist vielleicht, was ich hier nicht drin habe, was ich aber selbst total spannend fand, war, dass wir im Ausbildungszentrum haben wir zum Beispiel das Thema Muffe montieren. Muffe montieren bedeutet, das findet statt in einer Halle, und alles ist schön vorbereitet, ja, also alles ist ideal, und dann darf einer nach dem anderen mal so ein bisschen kurz das Kabel ziehen und dann da das Kabel ziehen, und dann sagt einer, oh, das ist aber schwierig, das Kabel zu ziehen. Sagt, ja, das ist schwierig, aber es ist alles ideal. Es passiert sozusagen in ideellen Bedingungen, eigentlich in Laborbedingungen. In Wirklichkeit sieht das so aus, dass man bei dem Wetter draußen in Nürnberg, hier in der Innenstadt, in einem 50 cm kleinen Graben drin steht, ja, das Kabel nicht im Top-Zustand ist, vielleicht noch schon richtig schön rutschig, dass die Kabelenden dir aus den Händen gleiten, weil Hydraulikmittel drauf ist. Nebendran kreischen Kinder und der Baggerfahrer sagt, komm Junge, ich muss hier weiter, ich habe noch den nächsten Auftrag. Schau zu, dass du jetzt die scheiß Muffe da montiert kriegst. Ich muss das Ding wieder zumachen. Ja, wir sind heute Abend, müssen wir hier fertig sein. Das ist die eigentliche Situation, auf die ein Servicetechniker trifft. Und was wir festgestellt haben, von der eigentlichen Ausbildung bis zu diesem Lernszenario im geschützten Raum,
ist der Weg relativ klein. Allerdings aus diesem geschützten Raum Muffe montieren in die Realität ist der Gap extrem groß. Ja, und das haben wir eben versucht mit aufzunehmen mit dieser Methodik. So, jetzt mal gucken, dass ich das wieder hier jetzt euch mal die Anwendung zeige. Wir haben uns dann entschieden für tatsächlich die Idee, dass wir in eine Teams-Lösung gehen. Dass wir also versuchen, etwas zu nutzen, was die Kollegen und Kolleginnen selber auch im alltäglichen Alltag benutzen, als Modul. Also jetzt nicht nochmal eine extra App zu bauen und herzugeben, wir bauen das nochmal neu. Ich hoffe, ihr könnt das alles sehen, auch im Netz. Sehr schön. Super, danke für die Rückmeldung. Also wir haben uns überlegt, wo arbeiten die denn tagtäglich? Und die arbeiten halt in Teams tagtäglich. Und deswegen war uns klar, wir müssen Teams nutzen. Und die Erfahrung, die wir als erstes gemacht haben, war, dass es relativ wenig Erfahrung auch bei Microsoft damit gibt, eine App zu entwickeln innerhalb von Teams. Da waren wir ganz überrascht, weil wir gedacht haben, das wäre jetzt schon so ein Brot- und Buttergeschäft von Microsoft, was die Organisationen nutzen. Und es war deswegen ein Großteil auch für uns wirklich Pionierarbeit innerhalb des Eon-Konzerns, die richtigen Leute überhaupt mal zu finden in so einem großen Konzern, die sich mit jeweiligen Teilen beschäftigen, in der IT-Infrastruktur, die dafür notwendig ist und natürlich auch im Frontend. Gebaut haben wir das mit der Firma Maybaum Wolf zusammen. Das war trotz meiner Nähe zu Maybaum Wolf einfach die uns am meisten überzeugt haben. Ja, ich war eigentlich eher der Skeptiker in der ganzen Geschichte. Ja, weil die mich haben so genervt, aber ich kannte die Leute auch persönlich. Wurde ich ungeduldig an der Stelle, an einer oder anderen Stelle in dem Einkaufsprozess. Ja, zum Glück die Franziska in die Nerven behalten. Und es zeigte sich nachher, dass sie das extrem super umgesetzt bekommen haben, was wir haben wollten. Also es lag wirklich, man muss ehrlich sein, der Dienstleister war perfekt. Blöd war der Kunde an der einigen Stellen, weil der sozusagen noch nicht die technischen Voraussetzungen hat, um das zu können. Aber der Dienstleister hat gesagt, dass der Kunde auch super war. Ja, natürlich, selbstverständlich. Ja. Aber nicht in der Infrastruktur. Das nicht, das stimmt. Ja. So, wie funktioniert das Ganze jetzt? Also ihr seht, das Ganze ist abgelegt hier auf der linken Seite. Ich hoffe, dass es auch gut zu erkennen ist bei euch in der Chat-Seite. Es ist also fest einklinkbar in meine Liste, wo ich auch meinen normalen Chat führe, als Icon. Das ist Next We Know. Ich kann das also in meiner Liste direkt verankern. Und wir haben jetzt eben bisher zwei unserer fünf Module, die wir haben, dort jetzt integriert. Und zwar eben in der Hauptsache zur Wissen, Erfassung und Bewertung. Natürlich werden wir irgendwann an irgendeiner Stelle das Wissen auch wieder ausspielen. Im Augenblick ist das höchste der Gefühle tatsächlich eine Excel-Datei, die wir am Ende des Tages auswerten können mit einem Query oder was weiß ich. Ja, muss man mal gucken, was wir da machen. So, die Wissenseingabe. Da seid ihr jetzt gut vorbereitet, funktioniert folgendermaßen, indem ich Standardsituationen bekomme. Ich hoffe, das ist, es läuft noch, es ist sichtbar. So, die Standardsituationen. Das sind Situationen, die wir erfasst haben mit Kollegen und Kolleginnen zusammen. Also wir sind nicht hergegangen und gesagt, du, Franziska, sag mal fünf Standardsituationen und ich sage mal fünf Standardsituationen, sondern ja, lass uns mal ein bisschen was einfallen, sondern die haben wir natürlich erhoben, die haben wir auch validiert. Wir haben gesagt, okay, das sind erstmal die, mit denen wir anfangen möchten. Ziel wäre es auch, diese Standardsituation quartalsweise zu wechseln, um immer wieder neue Situationen auch bewerten zu können. Ja, also es ist nicht so, dass wir hier zwei oder drei Standardsituationen nur haben, sondern dass wir immer wieder versuchen, diese Situation neu einzuschätzen und zu bewerten. Also hier seht ihr, da sind, es dauert wahrscheinlich ein bisschen verzögert, sind... Da kann ich vielleicht noch ergänzen, was wir hoffen ist, wenn wir, also wir haben jetzt ungefähr so 25 pro Quartal und einen Backlog mit den anderen Situationen und wir hoffen, dass wenn wir zum Beispiel ein Jahr später die gleiche Situation nochmal anbieten, dass dann andere Einträge entstehen und wir erkennen können, ob Maßnahmen zur Beseitigung von Hindernissen eben gegriffen haben oder nicht. Also das ist auch noch so eine analytische Thematik. Ja, ihr könnt es gerne. Ja. Aber du kannst meins haben. Ach so, ja. Meine Frage ist im Einkaufsprozess, warum habt ihr euch vom SharePoint abgewendet, insbesondere SharePoint-Listen, die ja mit dem Framework listenbasiert
das, was ich jetzt hier sehe, ja auch Einstiegspunkte bieten. Was ist jetzt der Vorteil des Tools gegenüber einer klassischen SharePoint-Seite? Ja, wenn ich eine SharePoint-Seite habe, achso, Entschuldigung, willst du, also, wenn ich eine SharePoint nehme, dann bin ich wieder in der klassischen Struktur drin. Und das wollen wir ja nicht. Also dann bin ich wieder in der Wiki-Struktur drin, dann erfasse ich wieder. Also wir haben genügend SharePoint-Anwendungen innerhalb des Ladens, dann habe ich aber keine neue Erfassungsmöglichkeit. Also es ist nicht so, dass wir keinen SharePoint nutzen zum Wissenserfassung, sehr wohl. Also es gibt eine super Anwendung auch von einem Servicetechniker in Zusammenarbeit mit unseren Kollegen Qualitätsmanagement, ich suchte kurz den Namen, Qualitätsmanagement entwickelt. Der ist auch super aufgestellt, du findest da auch alle Möglichkeiten und Sachen, aber sie bringen uns nicht die kritischen Situationen eines Servicetechnikers. Also was wir wollen, ist das implizite Wissen und wir finden eben in diesen SharePoint-Auflistungen nur explizites Wissen. Deswegen haben wir gesagt, wir müssen die Vorgehensweise verändern, um zu gucken, ob wir an implizites Wissen herankommen. Wir wissen es gar nicht. In der Tat wissen wir es nicht. Es ist ein Versuch, der kostet jetzt im Bayernwerk dementsprechende Entwicklungsgebühr. Und es kann auch sein, dass wir in einem Jahr sagen müssen, ja, wir gehen jetzt mal wieder woanders hin, weil wir feststellen, das funktioniert nicht. Also das ist dem Bayernwerk bewusst, das ist uns bewusst. Wir haben nur festgestellt, dass wir nicht an das Wissen herankommen, was die Servicetechniker brauchen im Impliziten. Nämlich wie zum Beispiel, wenn ich an einem Travohäuschen stehe, in der Niederspannung, ich muss einen Hausanschluss machen und ich muss eine Litze auftrennen, da gibt es gewisse Materialien, da fliegt mir die Litze auseinander und ich kriege die nicht wieder zusammen. Ich kriege die also nicht verkabelt. Deswegen gehen die her und nehmen entweder Gummibänder oder Kabelbinder mit und spannen damit vorher die Litze, trennen die halt immer nur bis zu der Stelle auf und dann bleibt es zusammen. Und das ist so Wissen, das ist implizit. Das steht in keinem Handbuch für Elektriker oder Ähnliches. Das steht auch nirgendwo drin. Und das ist so Wissen, das findest du nirgendwo. Das findest du in keinen der Dateien, die wir hatten. Und da gibt es andere Punkte, ja, wie jetzt auch mit dem Schmierfett, mit, ja, wie machen wir das, wie machen wir es sauber und so weiter. Benutzt kein W40 zum Beispiel. Steht drin in offiziellen Unterlagen, steht drin formal, nützt W40. Dann werden die böse, weil sie sagen, W40 verklebt uns die ganzen Spannungsteile, spannungsführende Teile, und wir müssen die extrem sauber machen. Ja. Und deswegen haben wir gesagt, wir versuchen jetzt mal eine andere Vorgehensweise, weil das eine haben wir ja. Und wie kommen wir jetzt ran an das implizite Wissen? Das war die Entscheidung. Das heißt nicht, wir sagen auch nicht, das ist das einzige System. Ja, also es gibt mehrere Systeme. Unser Ziel ist es, ein Ökosystem zu bauen an Wissen, ja, an Wissensinput. Ja. Genau, richtig. Also es kam die Rückmeldung sozusagen oder aufgrund der Frage, ich lasse dich das selbst machen. Also ich habe es kurz zusammengefasst für mich. Das war jetzt sozusagen die Entscheidung, dass das implizite Wissen von den Usern einfach möglich ist, über dieses Tool Next We Know eben eingeben zu können. Jetzt stellt sich für mich die Frage natürlich, könnt ihr die Usability zeigen? Also wie einfach ist es dann für die? Genau, also das Konzept ist, auch die Methode hat sich natürlich verändert, der Eingabe. Also das ist eben diese Standardsituation und von der gehen wir jetzt aus. So, jetzt habe ich hier, ich nehme jetzt mal die Niederspannung. Jetzt muss ich die Lesebrille aufsetzen, sonst ist der alte Mann hier hilflos. Irrt der. Ja. So, jetzt machen wir etwas, das ist tatsächlich ein Prime. Das ist etwas, wo wir sagen, jetzt versuchen wir euch nochmal in die Situation zurückzuholen. Das ist ein bisschen spielerisch. Und zwar auch nicht mit Absicht nicht zu direkt, sondern wir sagen, komm jetzt mal in die Zeitmaschine, so, das nur den nochmal am Anfang sozusagen mit einem Prime dann nochmal reinzubegeben und sagen, jetzt die Situation, überlege eine konkrete Situation, verallgemeiner nicht. Das ist so, ja, so neurowissenschaftlicher Hirnstopper an dieser Geschichte. So, und jetzt gehen wir eben los und sagen, im ganzen Sinne der Standardsituation, beschreib einmal, was war eigentlich los? Jetzt habe ich irgendwie mein Outlook mitgeöffnet. Ich sage also, wo hat es stattgefunden? Ja gut, jetzt beim Lichtmasten, das dürfte draußen gewesen sein. Es
eine der großen Herausforderungen ist, dass es meistens nicht im Dunkeln stattfindet, sondern häufig im Hellen, wo ich nicht so richtig sehen kann. Es war an der Hauptstraße und es war laut. Und meistens ist genau in diesen Momenten, dass der, wenn es kritisch ist, der Handyempfang ist meistens schlecht. Wissen wir aber nicht, ist noch eine These. Ja, deswegen fragen wir es ab. Und dann kann ich hier freiwillig eingeben, zu welchem Kundencenter ich gehöre. Parsberg hat man schon, deswegen nehme ich die jetzt mal. Ja, so, jetzt muss ich da unten das Feld verschieben, kann ich das? Ups, jetzt habe ich, nee, wir sind nicht rausgeflogen, okay. Also wir versuchen rauszufinden, was macht den Lösungsweg komplex oder die Anzahl der Lösungswege vielfältig, indem wir die Servicetechniker die verschiedenen Faktoren, die ihren Lösungsweg maßgeblich beeinflussen können, eingeben lassen. Und hier muss er noch keine Schrift eingeben oder irgendeinen Satz schreiben, also das Wetter war schlecht oder ähnliches, weil das ist zwar trivial in der Eingabe, kostet aber unnötig viel Zeit und das hat aber, wie die Franziska sagte, einen enormen Einfluss darauf, wie die Situation sich jetzt weiterentwickelt. Die benutzen das auf dem Pad. Ja, also das ist normalerweise, haben die alle ihre Pads dabei und benutzen das auf dem Pad. Deswegen war auch tatsächlich die erste Zielrichtung der Usability war in Richtung Pad zu gehen. Ja? Wie schaffe ich da das Verständnis für die Benutzer? Weil also ich würde mir wahrscheinlich als Benutzer denken, warum muss ich da jetzt eingeben, ob es da schönes Wetter war oder nicht? Wir erklären das. Das kriegst du anders nicht hin. Also du kannst das nicht einfach freischalten und sagen, so jetzt benutzt das mal. Sondern es ist auf alle Fälle zu Beginn erklärungsbedürftig. Ja, also wir müssen in die Teams rein und denen das auch erzählen. Und die Kategorien also, haben wir über die Interviews mit den Nutzern erarbeitet. Für diese Zielgruppe fühlt sich das relevant an. Ja. Wenn ich das jetzt an unsere IT gebe, dann sagen die ja, Entschuldigung, schönes Wetter, ja, mach's gleich bei Regen, ist egal. Aber für diese Zielgruppe fühlt sich Wetter sehr wichtig an. Das hat tatsächlich in den Nutzertests noch nie jemand hinterfragt. Absolut. Interessanterweise, ja, die Kategorien. Ja, ja, ja. Ja. Bei diesen Präsenzveranstaltungen, wenn ihr das erklärt, was ist die Hauptmotivation, die ihr da gibt? Oder also, gibt ihr da die große Rational behind? Oder? Nein, also nee, brauchen wir gar nicht, weil die ja davon leben. Ja, also es ist für die lebensnotwendig. Wie schon gesagt, in Kronach habe ich jemanden, der ist 25, der weiß nicht, wie die Anlagen funktionieren. Der steht dann vor dem Ding und er weiß, es geht jetzt um sein Leben auch. Ja? Also das ist für die einfach, da brauchst du gar keine extrinsische Motivation. Da musst du nicht sagen, so, tschakka, jetzt singen wir alle das Lied vom Bayernwerk und wir haben auch ein Maskottchen mitgebracht. Ja? Und sowas, das muss ich nicht machen. Eine Teamübung des Vertrauens oder sowas. Das ist für die total lebensnotwendig, dass dieses Wissen fließt. Also das, eben das Fließen, deswegen auch dieses Bild, die Steinchen rauszuziehen. Wichtig ist, dass die in den Fluss kommen. Und der Fluss ist halt häufig in unserer Wahrnehmung verstopft, gar nicht durch, dass die Leute nicht wollen, sondern ist sozusagen verstopft worden durch die Silo-Denkweise und durch lokale Blickweise, lokale Rationalitäten, Ideen auf irgendetwas. Ja, also auch natürlich möchte eine Arbeitssicherheit, möchte dafür sorgen, dass sie mit den richtigen Westen rausgehen. Ja, aber es ist halt die beste Weste, die du haben kannst bei 30 Grad, wiegt eine Tonne und du hast diese Weste auf dir drauf und musst das 15 Minuten lang versuchen, irgendwelche kleinen Klemmen zu drücken. Das ist dann Arbeitssicherheit und dann dürfen die nur diese Weste bestellen. Und was machen die? Und das ist eben das Gefährliche. Jetzt wird es gefährlich. Jetzt fangen die an und suchen andere Wege und sagen, ey, bei E.ON, da gab es so ein durchsichtiges T-Shirt, das ziehe ich jetzt an. Das übertreibe ich ein bisschen. Ja. Das gab es vor 10 Jahren. Ja, ist auch nichts passiert. Geht schon. Ja, und das sind so Punkte, die wir versuchen eben herauszufinden, um da vielleicht Blockaden, die Leute ins Gespräch zu bringen, sagen, gibt es nicht vielleicht eine andere Möglichkeit, müssen die jetzt 3 Tonnen wiegen oder reicht nicht eine schwächere Ausprägung dieser Weste? Ja, also das sind so Sachen, die vielleicht wir versuchen. Noch ergänzend zur Motivation. Wir haben festgestellt, man schickt ja Unerfahrene mit Erfahrenen mit, aber der Erfahrene ist erfahren im Handwerk, nicht in der Didaktik. Das heißt, der fragt sich, was muss ich denn dem Unerfahrenen sagen? Deshalb trägt er ein. Und der Unerfahrene ist der, der in Situationen stolpert, in denen er sich entweder bedroht oder wenigstens wahnsinnig unangenehm fühlt. Das heißt, auch der sagt, je mehr von denen ich abgebe und vorher gelöst werden, desto entspannter ist mein Job. Also das ist... Außerdem ist natürlich der Abstand, also was wir immer gerne machen... Ups, oh, Entschuldigung, haben wir irgendwo eine Frage verpasst?
Ich sehe es von hier aus durch das Licht nicht. Ja, ja. Also die, tatsächlich ist es auch so, dass wenn du den Erfahrensten losschickst mit dem Unerfahrensten, dann erzählt er dir natürlich die Dinge nicht, die jetzt im informellen, impliziten Wissen wichtig wären, ja, sondern es ist eher hinderlich. Ja, also wir haben festgestellt, es ist hinderlich, den Erfahrensten loszuschicken mit dem Unerfahrensten. Oh, sind wir schon durch? Das kann natürlich sein. Oh ja, gut, dann muss ich einmal schnell durchgehen. Ich zeige es euch jetzt mal kurz zu Ende, damit ihr wisst, wie es weitergeht. Das Time-Management. Vorhin hatte ich noch genügend Zeit. Jetzt habe ich es total verdasselt. Also wir gehen dann noch auf die Person, auf die Menschen ein. Wir sagen, Kollegen waren dabei. Häufig ist eine Partnerfirma mit dabei. Auch der Kunde steht daneben, die Kommune, und sagt so, jetzt schauen wir, dass das Licht wieder läuft. Ja. So, und jetzt kommt das Betriebsmittel ins Spiel. Also jetzt sozusagen der Ball. Jetzt haben wir erstmal die Standardsituation uns beschreiben lassen. Wir sind in der Niederspannung. Mit Thomas kenne ich gut, den gehe ich nach einem Bier aus, dann ist der ruhig. So, Kabeltechnik sind wir, und jetzt kann ich hier ergänzen. Also da seht ihr schon alleine, was hier in den offiziellen Listen, und damit haben wir ja schon, wir haben schon gestrichen, ja, was ich jetzt alleine in der Niederspannung eingeben kann, in H-Sicherungseinsatz, so, kann ich noch den Herstellertyp reingeben und so weiter. Und erst jetzt fangen wir an mit den Arbeitsschritten. Jetzt lassen wir die Leute daran die Arbeitsschritte beschreiben, die sie gemacht haben. Und ganz klassisch im EFA-System, also einmal Eingabe, Verarbeitung, Ausgabe sozusagen, gibt es eine Art der Vorbereitung. Er bekommt hier oben immer das Bild, was passiert ist in der jeweiligen Situation. Damit ist die Situation individuell. Ja, sie ist damit einzigartig, weil es ist seine Situation. Und es ist nicht mehr die Situation allgemein, sondern es ist seine Situation. Und tatsächlich, jetzt, ich mache das mal im Schnelldurchlauf, ABC, ich kann hier bis zu 10 Schritte einfügen. Weiß nicht, komme ich gleich weiter, wenn ich. Nee. Das ist auch wichtig, dass er nur eingibt, was für ihn relevant war. Wir suchen hier kein vollständiges Rezept, sondern es geht darum, wenn für den nicht relevant ist, dass er seine Sicherheitskleidung angezogen hat, weil das für ihn selbstverständlich ist und er gar nicht dran denkt, dann ist es auch in Ordnung. Dann geht es. Okay, alles klar. Dann also das, was Franziska gerade erzählt hat. Jetzt habe ich eine persönliche Betroffenheit. Und jetzt taucht hier oben, jetzt habe ich natürlich nur ABC stehen, das ist jetzt nicht so schön, aber es taucht für jede dieser Dinge, der Schritte, die ich hatte, taucht etwas auf. Und jetzt gibt er hier konkret sein Hindernis ein. Und zum Beispiel hatten wir Situationen in den Probeläufen, dass dann die Servicetechniker feststellen und sagen, oh ja, shit, da war ja auch noch ein Thema, wir hatten es mit dem Wasserrohrbruch in der Nähe zu tun. Das fällt mir nicht noch ein. Das habe ich jetzt total vergessen, aber das war total entscheidend für die Lösung der Situation, die wir gebraucht haben. Warum wir es so gemacht haben, hing mit dem Wasserrohrbruch zusammen. Und so kommen wir an die ganzen Hindernisse hoffentlich heran. Das Ganze endet dann darin, dass man sagen kann, ich schicke das jetzt ab. Hier ist wichtig, eben was wir vorhin gesagt haben, ist ein geschützter Raum, ist ein Raum, der, wo die Daten nicht ausgewertet werden. Das wird auch nochmal hier klar gemacht, indem wir sagen, was passiert jetzt mit deinen Eingaben. Und ich habe jetzt im nächsten Schritt die Möglichkeit, mich an einer Expertenrunde, die besteht wieder aus den Leuten, die sagen, okay, ich habe extrem viel Wissen zum Thema Kabel, Arbeiten bei der Straßenlaterne, da kann ich mich jetzt anmelden, und das ist jetzt das Nächste, was wir gerade verproben, ist, dass wir sagen, okay, ich kann jetzt zu den einzelnen Situationen, die ich gut kann, kann ich mich einer Expertenrunde anschließen von Leuten, von Servicetechnikern, und die diskutieren dann darüber, so die Fälle, die wir dann erfasst haben, und sortieren die dann nach Relevanz und nach Nutzen für die Organisation. Und über die Expertenrunde hat genau, jeder kann darauf zugreifen, genau, richtig, der eingegeben hat. Ja, ja, das ist wichtig. Also das ist dann schon nochmal etwas, was ein bisschen motivieren soll durch die Verknappung dieser Teilnahme. Gut. Vielen Dank für eure Aufmerksamkeit, auch wenn ihr jetzt überzogen habt. Danke euch im virtuellen Raum. Sehr schön.